Ja, Freunde, wie im letzten Video angekündigt, geht es jetzt um die Vergaser. Hoffentlich finde ich mal einen richtigen Fehler. Ich meine, das mit dem Ventilspiel, dass das nicht ganz in Ordnung war, hat wohl zumindest hier im kalten Zustand dem Motor nicht unbedingt geschadet. Noch nicht, das hätte knapp werden können. Also wenn der Motor warm ist, kann es also durchaus sein, dass ein Zylinder oder ein Ventil nicht mehr ganz schließt. Das war schon zum Teil ziemlich knapp. Ich glaube zwar nicht, dass das schon passiert ist, aber es war zumindest knapp. Ja. Jetzt die Vergaser. Wäre schön, wenn man da mal so richtig so draufdeuten könnte. Ja, guck mal, da ist der Fehler. Deshalb lief das Motorrad schlecht. Bis jetzt haben wir dieses Erfolgserlebnis ja eigentlich noch nicht gehabt. Fahnden wir danach. Willkommen bei Sams Channel. Die Vergaser sind ja noch in dem Zustand, wie ich sie ausgebaut habe. Das sind diese beiden Zuluftschläuche. Die verteilen sich auf diese beiden Kammern und auf diese beiden Kammern über kleine T-Stücke. Genauso T-Stücke im Prinzip, wie sich hier die Spritladung hier verteilt. Warum sitzt die eigentlich dezentral? Ist das normal? Ja, scheint so. Ist nicht ganz in der Mitte. Ist vielleicht richtig so. Wir haben hier einen defekten Deckel. Dieser Deckel hier oben ist schon mal mit ziemlich viel Spachtelmasse repariert worden, wie es aussieht. Ich hoffe, er ist dicht. Ich hoffe, die Reparatur war erfolgreich. Vermutlich schon. Ansonsten hätte man irgendwas schlimmer merken müssen, als man möglicherweise gemerkt hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass es okay war. Ich habe auch keinen neuen Deckel. Also falls jemand für diese Vergaserbank noch einen Deckel übrig hat und nicht mehr braucht, in der Ersatzteilkiste schon seit Jahrzehnten rumliegen, dann melden. Wäre schön, wenn man dieses selbstgestrickte Konstrukt wieder durch was Originales ersetzen könnte. Ansonsten kommen mir diese Vergaser sehr bekannt vor, als hätte ich die schon mal gemacht. Also nicht diese, sondern baugleiche. Die werden ja sicherlich bei, oh, das ist das Falsche. Die werden ja sicherlich bei vielen Motorrädern benutzt. Ich wollte hier das Restbenzin gerade nochmal in die Freiheit entlassen. Naja, das mache ich jetzt noch dreimal. Ich habe es dann doch gleich in die Flasche laufen lassen, das ist die Beute. Ich teste mal, ob die Druckdosen hier alle funktionieren, speziell die hier restauriert wurde. Das macht man dadurch, dass man hier ist der, also es fließt ja Luft hier durch diesen Kanal, durch den Ansaug, den der Motor macht. Und dann fließt auch ein bisschen Luft hier durch. Und je mehr Luft hier durchfließt, desto mehr wird das hier angehoben. Und ich zeige es mal. Also das ist identisch, das heißt, die Druckdose hier oben funktioniert. Hier ist also kein Problem deshalb, dass das hier restauriert wurde, aber trotzdem eine neue wäre natürlich schön. So, ich mache mal ein bisschen was ab, was ich jetzt gar nicht mag so gerne. Was mir hier nur rumhängt. Ah, dieses blöden Spangen hier wieder. Ah, es klettert mir noch irgendeine Fliege übers Hirn. Also diese Dinger hasse ich wie die Pest, muss ich ganz ehrlich sagen. Handgeschnitzt, aber offensichtlich ganz okay. Als nächstes mache ich mal den Leerlaufsteller ab. Der dreht sich da raus, hier in der Mitte vom Vergaser, also zwischen den Vergasern, drückt dagegen die Scheibe, welche auch von den Gaszügen betätigt wird. Ein paar Stunden später hat man es dann geschafft. Vorsicht, Einzelteile. Feder, Scheibe. Und hier oben müsste eigentlich auch noch eine Scheibe sein, oder? Nö. Naja, egal. Kann mich gar nicht mehr erinnern, dass die so klapprig waren. Aber sind alle gleich, ist wohl so. Hier mache ich mal eine Mutter drauf, eine x-beliebige passende, damit alles zusammen bleibt, einfach nur. Erstaunlich ist auch, dass alle Ablassschrauben in eine Richtung gehen. Oftmals sieht man auch, die Dinge immer nach außen gehen, also zwei in die Richtung und zwei in die Richtung. Ist hier nicht so. Hier haben wir die Vakuumstutzen fürs PR-System, hier und hier. Die wird ja von zwei Zylindern abgezapft, haben wir ja gesehen, von 1 und 4. Das liegt daran, dass einer von den beiden, die arbeiten ja im Gleichtakt vom Kolben her, aber vom Arbeitstakt her arbeiten sie um 360 Grad versetzt. So dass der Unterdruck nie aufhört. Deshalb haben die jetzt das in Addition von beiden verwendet. Man hätte auch die mittleren beiden nehmen können, ist völlig egal.
das mache ich mal ab. Das ist der Unterdruckbenzinhahn und das hier ist einfach nur ein Stopfen für ein unbenutztes, für einen unbenutzten Saugrohranschluss. Den hätte man noch benutzen können, wenn man noch irgendwo Unterdruck braucht. Aber war wohl nicht notwendig. So. Dann fange ich mal die Schokfeder ein, damit sie nicht unkontrolliert durch die Gegend zieht. Aha, interessant, die war hier an dem Vakuumstutzen fest. Auch nicht schlecht. Gut, es wird übersichtlich. Die Schokkolben sind extrem gefettet. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber sehen wir gleich. Die Schrauben sind so hoffnungslos verwirkt, dass ich die wahrscheinlich sowieso alle austausche. Ach, da geht nichts mehr. Die geht noch. Die geht noch. Die geht noch. Tja, die hat gar kein Kreuz vom Kreuzschlitz mehr, die ist kaputt. Für sowas gibt es so eine Spezialschraubenlösezange, die hat mir mal einer von euch geschenkt. Schauen wir mal, ob ich die damit aufkriege. Ja, Dankeschön. Das sind diese kleinen Halterchen hier, die diese Konstruktion niederhalten. So. Die haben kein Oben und egal. Langsam sollte ich mir mal eine Dose holen, glaube ich. Da tun wir diese ganzen Dinge mal hier rein. So, mal gucken, ob man das hier abkriegt und wie. Ah ja. Das kann man mit zwei O-Ringen hier rausziehen. Ich zeige das gerade noch mal genauer, das habe ich schon gelockert hier. Und hier muss ich es noch machen. So. Da kommt normalerweise Kühlmittel einfach durch. Im Vergaser Nummer 1 hängt hier diese Leerlaufversteller drin. Ich möchte vermeiden, da drauf zu schlagen. Beim einen oder anderen wird es wahrscheinlich nötig sein, aber mal gucken, ob diese beiden Schrauben länger sind als alle anderen. Die da hinten sind wieder so verwirkt, da weiß ich gar nicht, ob ich die aufkriege. Die haben die gleiche Länge, obwohl die hier noch den Leerlaufverstellerbügel festhalten. Deshalb kriege ich die alle mal in ein gemeinsames Fach. Dann kann ich sie besser zählen, um dann neu zu bestellen. Das kommt mal hier rein. So. Okay, der ist auch total verwirkt, den brauche ich jetzt gar nicht zu probieren. Oder doch mit einem Hammer vielleicht. Ups, meine Nuss. Ha, Alter. Vielleicht geht es ja noch einmal, das muss ja nur einmal gehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil es ist eigentlich rund, wenn was rund ist. Nein, keine Chance. Also ist es, glaube ich, nur noch eine einzige, die aufgegeben hat. Das wäre natürlich was. Ja, die hat aufgegeben, die will nicht. Tut es. Also das Ding ist echt gut. Mensch. So, Nummer 1. Ich mache da mal eine kleine 1 rein. So. Auch wenn es egal ist. 4. Also viel Schmutz ist hier nirgends drin. Das ist alles in Ordnung. Diese Dichtungen hier sind nie ausgetauscht worden. Die sind quasi glashart. Jeder Vergaser bekommt jetzt ein Eisschüsselchen und ich fange mal an mit Nummer 1 zu zerlegen.
Wichtig ist, dass dieses Ding hier hinten federt. Das tut's. Das ist in Ordnung. Hier vorne, das ist noch sehr schön weich. Also das ist wohl mal ausgetauscht worden. Das ist also fast neu. Jetzt ist ein Stück abgebrochen. Das ist viel zu fest, aber das macht nichts. Da kommt die Nadel von oben, die sehen wir gleich. Diese Nadel ist konisch und bildet einen variablen Ringspalt zusammen mit diesem Düsenstock. Man sieht also hier einen Düsenstock, so heißt das. Das hat also über die Länge verteilt mehrere Löcher, die müssen natürlich frei sein. Und zusammen mit diesen Löchern und dem variablen Ringspalt durch den membrangesteuerten Stichel, der hier oben kommt, das sehen wir ja gleich, wenn wir die Membran rausziehen, wer kennt das ja, wird hier ein variabler Ringspalt erzeugt und es wird mehr oder weniger Benzin appliziert, entsprechend dem, was die Hauptdüse maximal zulässt. Die Hauptdüse macht praktisch das Maximale und dieser Schieber mit diesem Ventil macht das entsprechend. Und hier kann man schön sehen, dass das also frei ist. Aber die Hauptdüse ist selten zu, das ist kein Problem. Mal, wie es mit der Leerlaufdüse hier aussieht. Da braucht man einen sehr genauen Schraubenzieher. Und ich glaube, ich habe mir da mal einen gebaut, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mir da mal was gebaut, weil es nämlich ziemlich schwierig ist, zum Teil die Dinge rauszukriegen. Da habe ich mir nämlich mal aus einem Imbusschlüssel was gedreht. Oder geschliffen oder sonst irgendwas. Weil man die Dinge nämlich eigentlich fast nicht rauskriegt, ohne sie zu zerbrechen. Jetzt sitze ich drin und jetzt ist es aufgegangen. Der Rest müsste mit dem kleinen Schraubendreher gehen. Das war relativ leicht, aber ich habe schon Vergaser gehabt. Da wäre das mit einem normalen Schraubenzieher gar nicht gegangen. So, jetzt gucken wir mal. Oh, da ist er, genau. Ja, die Leerlaufdüse ist auch frei, ist alles in Ordnung. Wenn man das Benzin rausbläst, kann man also schön sehen, dass es im Prinzip frei ist. Ob man es auch wirklich zeigen kann, ist eine andere Frage. Doch, ich glaube, gerade kann man es ein bisschen sehen. Mehr ist es nicht. Jetzt fehlt noch die Gemischregulierschraube, die steht momentan genau so senkrecht. Jetzt drehe ich die erstmal rein. Halb war das. Jetzt sind wir bei 1, jetzt sind wir bei 1,5. 2. Also es war 2 rausgedreht, 2 Umdrehungen rausgedreht. Jetzt sitzt sie unten auf. 2 Umdrehungen war sie rausgedreht. Ich drehe sie jetzt ganz raus, damit zum Durchspülen der Vergaser alles frei ist. Okay. Jetzt müsste da noch eine Scheibe und eine Feder kommen. Ich doch hoffe. Ja. Die Feder ist gekommen. Jetzt müsste noch eine Scheibe und ein O-Ring da drin sitzen. Das kommt immer ungern. Aber hierfür habe ich mir auch mal so eine Art Angel gebaut aus so einem Stückchen Draht. Dann kann man da rein und kann dann ein bisschen mit einem. Ach du Scheiße. Komm mit so einem Haken. Also das stimmt schon, dass dann die Scheibe hinter der Feder kommt und dann kommt der O-Ring. Aber der O-Ring ist platt gedrückt bis zum absoluten Anschlag. Und die Scheibe ist völlig verrostet. Das ist enttäuschend. Und wann? Für mich sieht das eher so aus, als wäre das Jahrzehnte nicht aufgewesen. Das ist totaler Schrott. Das ist Rost und ein völlig plattgedrückter O-Ring.
Wenn ein Vergaser so wieder zusammenbaut, da braucht sich nicht zu wundern, dass das Motorrad läuft wie ein Sack Nüsse. Dafür ist es noch ziemlich gut gelaufen. Also, Reparatursatz. Reparatursatz komplett, da ist auch lauter Junk drin. Dann mache ich jetzt bei 2, 3 und 4 weiter, erstmal von unten. Und ich zeige euch natürlich sporadisch immer die Ergebnisse. Damit ich es auf Video dokumentiert habe, schaue ich jetzt hier, wie viel das hier rausgedreht ist. Hier steht es auch fast senkrecht, vielleicht um ein paar Grad vor 12. So. Halb, voll, anderthalb, zwei. Also war genau 2 rausgedreht. Ich habe die Hoffnung, dass es überall gleich ist. Das wäre gut. Okay. Hier ist die Feder und da ist das andere Zeug. Ja, hier ist es wenigstens nicht verrostet. Der Ring ist auch völlig platt gedrückt. Aber er ist wenigstens nicht verrostet. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Nummer 3. Die steht waagerecht. Halb, 1, anderthalb, 2. Also auch genau 2. Das ist wenigstens Kontinent. Hier ist das Ding komplett schief. Und vorne platt, ist gar nicht mehr spitz, das vorne platt. So. Feder und Scheibe haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den O-Ring. Der ist so flach wie ein Stückchen Papier. Deshalb. Und vor allen Dingen, dass die Nadeln nicht mehr spitz sind, sondern vorne flach. Das habe ich auch noch nie erlebt. So, der ist wieder senkrecht. Und jetzt an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit auch 2 zu. Oder 2 auf. Halb, 1, anderthalb, 2. Genau. Die ist auch vorne flach. Auch nicht mehr spitz. Auch total korrodiert, total verrostet, Scheibe platt gedrückt wie Papier, hart wie Stein, also O-Ring. Und Scheibe völlig verrostet. Okay, unten werden wir fertig, jetzt geht's oben weiter. Hier sind die Schrauben zum Teil auch kaum noch verwendbar, aber hoffentlich noch einmal wenigstens bedienbar. Keine Chance, es ist einfach kein Kreuzschlitz mehr da. Gucken, was das für Schrauben sind. Eigentlich ganz normale M4 müssen das sein, oder? Ja, M4x18. In schwarz würde ich die jetzt nicht haben, aber irgendwas werde ich finden. Hier bei Nummer 3, motorseitig, die rechte ist eine etwas andere. Da ist der Schock-Gegenhalter fest. Die könnte ein bisschen länger sein. Ist auch noch nicht ganz kaputt, ist auch ein bisschen länger. Das ist dieser Schock-Gegenhalter. Ja, die restlichen versuche ich jetzt irgendwie rauszukriegen. So, bis auf eine habe ich alle geschafft. Die hat kein Kreuz mehr. Die geht aber damit mal wieder. Ja, fein. Jetzt sind sie alle locker, jetzt kann ich sie alle rausschrauben. Das mache ich jetzt mal. So, die meisten von euch wissen ja, was da kommt. Nämlich ein Springteufel. Deshalb halte ich hier gerade mal meinen Finger drauf. Das ist der defekte von Nummer 4. Genau. So sieht das hier drinnen aus. Mal gucken, ob da irgendeine Richtung ist. Ne, das hat keine Richtung. Dann kommt die Feder. Dann kommt die Membran zusammen mit der Düsennadel, genau, und diese Nadel ist im Prinzip das, was ich euch vorhin erzählt habe, was zusammen mit diesem Düsenstock hier dieses variable System erzeugt. Und das Ganze hat also den Sinn, je nach Luftströmungsgeschwindigkeit zieht es diesen Kolben hoch, habt ihr ja vorhin gesehen, als ich da reingeblasen habe, und dann zieht es diese Nadel zurück durch diese Löcher, es werden immer mehr Löcher frei. Und immer mehr Benzin kann gefördert werden. Gleichdruckvergaser nennt man sowas dann. Die Nadeln sind total verschlissen hier. Die haben also richtig Abrieb. Also richtig, ich zeige das gleich nochmal. Ja, so sieht das aus. Und diese Schieber, die passen nur in eine Richtung. Man kann die also nicht verdrehen, weil so passen sie nicht. Weil der Flügel ist nicht genau in der Mitte, sondern der ist leicht versetzt.
Das ist natürlich Absicht. Wenn die Membran kaputt ist, die kann man hier rausziehen und kann eine neue reinsetzen. Das habe ich mal gesehen bei YouTube. Ich habe es noch nicht selbst gemacht. Dann kann man die Nadel hier rausziehen. Die ist über so einen kleinen Niederhalter dann, so ein kleines Plastikding da fest. Und so sieht das dann hier aus. Hier drin ist nichts mehr. Genau, hier drin ist nichts mehr. Die Gummimembran sollte okay sein und hier die Nadel sollte auch okay sein, aber das ist sie nicht. Ich versuche euch jetzt die Nadel mal zu zeigen. Die ist sehr stark abgerieben. Man kann das also hier schön sehen. Hier sind richtige Fehlstellen im Material und überhaupt hat die extreme Verschleißspuren. Das ist schlecht, das ist echt schlecht. In guten Vergaserreparatursätzen sind diese Nadeln neu. Ich weiß jetzt nur noch nicht, welchen guten Vergaserreparatursatz ich da bestellen müsste, damit ich diese Nadel neu bekomme. Ich habe nämlich auch schon Vergaserreparatursätze bekommen, da sind nur die Sichtungen drin und sonst nichts. Und das würde mir hier nicht helfen. Ich brauche also die Gemischeinstellschrauben neu, ich brauche das ganze Zeug, was dazugehört, zur Gemischeinstellschraube neu, ich brauche diese Nadel neu und so weiter. Ja, und wenn man hier reinguckt, sieht man hier einen Aluminiumeinsatz, den kann man normalerweise rausziehen. Aber was mir jetzt erstmal wichtig ist, ist hier unten ist noch die Messingführung für diese Düse. Und die geht normalerweise, ich vergesse es jedes Mal wieder, nach oben oder nach unten raus. Die geht nach unten raus. Meistens, wenn man da drauf drückt, geht die nach unten raus. Manchmal auch ein bisschen schwer, aber kann man vielleicht sehen. Gegen dieses Ding bin ich jetzt drauf gedrückt und jetzt mache ich mal so und dann liegt das hier. Ja, das ist natürlich auch alles Wiederholung, das kennt ihr ja schon. Das ist also dieses Ding, wo diese Nadel da durchgeht, diese lange. Das sieht auch nicht noch ganz gut aus. Hier passiert auch nicht viel, denke ich. Und die saß also in diesem Loch, was man da unten sieht. Und ich mache das halt immer alles raus, damit man es im Ultraschall schön durchwaschen kann, damit da keine Restriktionen sind. Und von unten sieht es dann so aus. Da sitzt das Ding drin in diesem Loch. Jetzt muss ich noch bei Vergaser 2 bis 4 die Leerlaufdüse oder Nebendüse rausmachen. Das habe ich eben noch vergessen. Klick, klick. Ich bin froh, wenn es Klick macht. Dann weiß ich nämlich, es funktioniert. Ich krieg sie. Das ist Nummer 2. So. Ja, die ist auch frei, okay. Zumindest nach dem ersten Mal pusten ist sie frei. Die hatte wahrscheinlich nur einen Benzinmeniskus noch drin. Ich glaube auch nicht, dass die Düsen verstopft sind. Dafür ist es eigentlich so gut gelaufen. Nummer 3 ist auch frei. Nummer 4 ist auch frei. Okay. So, ich mache jetzt die restlichen Deckel ab. Und wenn sich irgendwas anderes ergibt als das, was ihr schon gesehen habt, dann zeige ich es euch natürlich. Hier bei Nummer 3 ist die Nadel fast wie neu. Keine Reibspuren, keine Verschleißspuren. Ganz erstaunlich. Die Dinge haben natürlich immer ziemliche Reibspuren im Aluminium. Membran ist okay. Nummer 2 hat auch noch eine fast perfekte Nadel. Bis jetzt war es eine Nummer 4, die da geärgert hat. Na komm. Was ist denn das? Da liegt jemand. Da schauen wir mal gemeinsam an diese Stelle, weil da liegt was, was da eigentlich jetzt nicht so reingehört. Das ist ein Stückchen Kabelisolier. Ja, das ist ein Zwillingskabel. Ein Kabel mit 2 Adern hat jemand abisoliert und den Rest in den Vergaser geschmissen. Okay.
Hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber machen wir es raus, glaube ich, oder? Nummer 1, yeah, Überraschung. Nee, doch nicht. War ein Spaß. Nadel. Nadel ist sehr gut. Okay. Unrat, keiner. Ja, nice. Jetzt würde mich mal interessieren, ob diese Inlays hier auch rausgehen. Sie müssten normalerweise rausgehen, wenn sie nicht gar zu derb eingepresst sind. Also die Dinger meine ich jetzt, diese Führungen für die Schieber. Die sind bei manchen Vergasern aus Kunststoff. Wenn man sie aus Kunststoff sehen, kann man einfach einlangen und kann da ziehen und dann hat man es in der Hand. Dann hat man ein bisschen besser die Möglichkeit, das zu spülen im Ultraschall. Ja, mit Gewalt gingen sie wahrscheinlich raus, aber man sieht hier, die sind hier verstemmt an diesen Ecken. Die sind reingesetzt und dann hat man hier mit einem platten Schraubenzieher, mit irgendwas hat man hier drauf geklopft, dass das hier verstemmt ist, damit die nicht wackeln. Wenn ich die jetzt mit Gewalt rausziehe, dann müsste ich sie wieder verstemmen, sonst wackeln sie vielleicht. Das mache ich nicht. Ich glaube, der Reinigungsgewinn jetzt, wenn man die Dinger mit Gewalt rauszieht, ist jetzt nicht so drastisch größer, als wenn man sie einfach da lässt, wo sie sind. Deshalb lasse ich sie erstmal da, wo sie sind. Als nächstes nehme ich die Schaukschiene raus. Hier fehlt eine Schraube bei der Schaukschiene. Also hier sind ja diese Schrauben und mit so einer Kunststoffscheibe als Niederhalter und das fehlt hier. Und ich kann mich erinnern, ich hatte schon mal eine Vergaserbank zerlegt, da fehlte das auch. Da habe ich die Schraube sogar ergänzt, habe aus ein bisschen Plastik so eine kleine Scheibe hergestellt, damit das hier ist und nicht weiterhin fehlt. Und da hat mir irgendjemand aus dem Zuschauerraum gesagt, das ist normal, die gehört da nicht hin, die fehlt da immer. Blöd. Also lass es jetzt vielleicht auch fehlen. Obwohl das natürlich meinem ästhetischen Empfinden schon sehr widerspricht, muss ich schon sagen. Also. So, hier ist eine Kunststoffscheibe und noch eine weitere Kunststoffscheibe müsste dann unten drunter sein. Das sammle ich erstmal in einem separaten Behälterchen hier. So, hier fehlt ja wie gesagt alles. Ich weiß gar nicht, bei welchem Vergaser ich das nachgebaut habe. So, jetzt kann man das eigentlich nehmen und kann das dann hier aus den Schaukolben aushängen. Und hier hat jemand richtig der Fett reingeschafft, speziell hier. Wahrscheinlich hat derjenige gedacht, der Vergaser geht besser, wenn man das fettet, aber es ist gut, ein bisschen Fett macht natürlich Sinn. Das sind die Kunststoffscheiben, die drunter sind. Da gibt es jetzt auch nur drei, weil hier hat es halt gefehlt. Fast wie eine geschmierte Kette. Nee, ich krieg's nicht ganz zusammengedrückt. Okay, ich muss es so machen, dass ich hier die Schraube erstmal trenne. So. Die Vergasersynchronisierung mal aufhebe. Don't puzzle me. Die müssen sowieso wieder neu synchronisiert werden. Das mache ich per Hand vorsynchronisiert. Und wenn dann das Ventilspiel genau eingestellt ist, kann man das nochmal elektronisch machen. Das ist schön. Die sind alle gleich. Jetzt gucke ich mal gerade. Ach, das geht aber leicht ab. Hätte ich das gewusst, dass es so leicht geht, hätte ich es gleich abgezogen. Sind zwar nur die Luftschläuche, aber ich dachte, die wären ziemlich fest und ich würde das vielleicht abreichen, aber das war ja wirklich ganz leicht. So, jetzt nehme ich die Vergaserverbindung hier raus, also die Hauptverbindungsschiene hier oben. Dazu werde ich meinem dicken Schraubendreher mal ein etwas größeres Bit verpassen. Nicht nur das 0,33er, sondern das halbe Liter Bit. So, in diesem Bauzustand werde ich mal versuchen, diese dicken Schrauben hier zu lösen. Oh.
Ach, ich muss wirklich schlagen. Ich will eigentlich nicht schlagen. Ich schlag so ungern. Aber es steht unten auf Holz auf, es kann eigentlich nichts passieren. So. Jetzt schieben wir ihn durch. Genau. So, jetzt hauen wir das mal weg hier. Wow, die ist nicht so schön. Aber das ist nur das eine Loch, was da verkorkst ist. Alle anderen waren eigentlich gut. So, jetzt haben wir hier oben, kurz unter diesen Vakuum- oder Druckmembranbehältern haben wir noch eine kleinere Schiene, beziehungsweise die Schrauben sind kleiner. Vielleicht komme ich mit dem besser klar. Ja. Ja, der geht. Der kleine geht, das ist super. Oh ja. Man muss jetzt hier hinten auch ein Holz drauf machen, sonst kann es passieren, dass die Vergaser sich verbiegen oder man irgendwas abbricht. Das ist schon wieder eine ganz schöne Harakiri-Aktion. Ich verstehe jeden, der sagt, ich spare mir das. Weil dieses Motorrad hat ja irgendwas. Man muss es ja irgendwann mal finden, das Problem. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Der Letzte macht's nicht. Der Letzte macht's nicht. Das darf ja nicht wahr sein, oder? An der letzten Schraube hier scheitert's mal wieder. Das ist aber schade. Das ist richtig schade. Alle anderen habe ich auch bekommen. Nur die eine geht nicht. Mist. Das ärgert mich jetzt schon. Gut, dann mache ich jetzt Folgendes. Dann fange ich erstmal die ich aufgemacht habe. Sobald die draußen ist, müsste der dieses Vergaserset sich eigentlich trennen lassen, komplett, genau. Macht das auch. Nummer 1, nee, was ist das? Das ist jetzt Nummer 4 ist das. Nummer 4 ist jetzt raus. Da haben wir die Feder. Das ist Nummer 3, genau. Ich habe da was ganz Bestimmtes vor uns, wa? Hoffe ich jetzt. Ja, voll runter. Wir haben hier dieses Federkonstrukt hier dazwischen. Ich ziehe das jetzt hier mal auseinander. So. Hier oben ist der Benzinverteiler. Der O-Ring ist völlig hinüber. Ah, furchtbar. Krass, wie das aussieht. Man wundert sich eigentlich, dass da nicht alles schon ausgelaufen ist. Andere Seite auch. Nicht zu glauben. Der Benzinverteiler zwischen den anderen beiden. Zwischen 3 und 4 war das, glaube ich, der ist besser. Aber hier der. Total Junk. So, dann haben wir noch die Luftverteiler. Das sind die Luftverteiler. Die O-Ringe sind auch nicht mehr rund, sondern platt und total rissig. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, wie schön rissig die sind. Total rissig. Das ist aber nur Luft, das ist jetzt nicht so schlimm.
Das ist der andere Y-Verteiler, wo das Benzin reinkommt. Das ist so, auch so ein Doppel-O-Ring-Set, was ziemlich fertig ist. Und jetzt haben wir noch einen Luftverteiler. Genau, da sind die O-Ringe auch total rissig. Also die Leute haben die Vergaser einfach nur in irgendeinen großen Ultraschall gestopft, aber haben sie überhaupt nicht zerlegt und haben überhaupt nichts damit gemacht, mehr oder weniger. Und haben gehofft, dass es dann funktioniert, aber nicht wirklich, nicht wirklich. So, das ist der Hauptvergaser. Der also den Betätiger vom Gaszug her hat. So. Man darf auf gar keinen Fall diese Vergaser jetzt schnalzen lassen gegen den Federdruck, weil dann verbiegt sich da alles. Also niemals schnalzen lassen. Okay. Aber jetzt haben wir noch das Problem dieser Schraube und jetzt hoffe ich halt, dass ich, wenn ich jetzt hier einfach an diesem Ding hier ein bisschen biege, dass ich das gelockert kriege. Und ich denke, das geht dann auch irgendwann. So, ich habe da mal eine dicke Weißkrippzange da dran gemacht. Und man kann jetzt hier schon ganz gut sehen, wenn ich da drehe, dass die Schraube mitdreht und sich lockert. Das wird gehen. Jetzt muss ich das nur umgreifen versuchen. So, genau. Könnte sein, dass es schon langt. Aber vielleicht dafür. Ja. Ach, Glück gehabt. Ja, die war nicht verwirkt, die habe ich verwirkt. War natürlich auch schneeweiß. So, viel Beute gemacht. Ja, das war eine schwere Geburt und zwar bestimmt 3 Stunden Arbeit, erstmal so weit zu kommen. Morgen geht's weiter, weil für heute habe ich Hunger. Genau. So, der nächste Tag. Gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Das ist Vergaser Nummer 1, beziehungsweise dessen Einzelteile. Das gucke ich gerade mal, ich habe das da irgendwo reingemalt. Das ist auch Vergaser Nummer 1. Dann mache ich hiermit mal weiter. Hier gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Und zwar zum Beispiel dieses Schoksystem da auszubauen. Das ist relativ einfach. Ich habe das schon mal gemacht. Ja, ich habe die erste halbe Stunde des Videos schon editiert und ich musste leider feststellen, dass wieder jede Menge Aussetzer und kurze Dunkelsekunden im Video Material drin sind. Entweder ist meine Kamera am kaputt gehen, was jetzt gerade nicht gut passen würde, oder die Speicherkarte. Ich arbeite jetzt mit einer anderen Speicherkarte. Ich habe die nochmal gewechselt, formatiert und hoffe, dass diese Aussetzer jetzt weg sind. Und wenn nicht, dann ist eine neue Kamera wohl wichtiger als ein drahtloses Mikrofon, ein anderes drahtloses Mikrofon. Es reißt halt nicht ab. Ich habe übrigens Shims bestellt. Viele von euch, nochmal vielen Dank dafür, haben mir gute Tipps, was die Shims angeht und auch Shim-Sets zu Shim-Sets gegeben. Und ich habe zugeschlagen. Ich habe ein Shim-Set bestellt. Ich habe also eure Spenden in ein Shim-Set investiert und erstmal nicht in ein drahtloses Mikrofon. Okay. Man setzt so seine Prioritäten. Das ist der Schockkolben. Schock klingt immer so erschrecklich. Ich zeige es euch gerade mal. Also der Schockkolben sieht so aus. Der besteht aus eigentlich nur einem Messingteil, der hier gefedert ist. Hier an dieser Stelle gibt es eine kleine Stufe, die als Anschlag dient gegenüber dieser Gummierhöhung. Das ist im Prinzip so eine kleine Gummimuffe, die da drüber geströpfelt ist. Die will ich jetzt nicht abmachen, weil die Notwendigkeit jetzt absolut nicht besteht. Und dann kann das hier gleiten. Wenn man diese Gummimuffe jetzt da drüber ziehen würde, könnte man diesen ganzen Kolben rausziehen und die Feder irgendwie anders rausmachen. Aber ist ja Quatsch. Also das Wichtigste ist dieser Kolbenkörper. Und hier hinten, dieser Stift, ist eigentlich nur eine Führung.
damit das dann in einem Loch sozusagen zentriert wird. Und das hier ist, glaube ich, der Fokuspunkt ungefähr. Ja, okay. Also relativ einfach, drei Bauteile, sonst nichts. Oder vier. Ja, was macht das? Ich zeige euch das mal an einem anderen Vergaser, wo es noch eingebaut ist. Das ist also die Kammer, wo die Membran lebt. Und zwar unter der Membran. Und wenn ich jetzt achtet mal auf dieses Loch hier, und wenn ich diesen Schockholm ziehe, seht ihr, wird dieses Loch aufgemacht. Das heißt, dieses Loch ist normalerweise zu. Das heißt, diese Membran, diese Funktion ist jetzt gegeben. Und wenn ich diesen Schock ziehe, dann wird dieses Loch geöffnet. Das merken wir uns jetzt gerade mal. Das ist jetzt dieses Loch ohne den Schockkolben. So würde es also Durchgang haben, wenn der Schock gezogen ist. Und wo geht das jetzt hin, dieses Loch? Drehen wir mal das Ganze rum. Das geht nämlich genau an diese Stelle. Ins Saugrohr, einfach motorseitig ins Saugrohr. Und zwar genau an die Stelle, wo auch der Vakuumanschluss dran ist. Das heißt, der Vakuumanschluss, dieses Schockloch, ich nenne es mal so, und dieser Ausgang hier im Saugrohr treffen sich sozusagen in der Mitte. Ja, so muss man es sehen. Ja, wie erkläre ich mir die Funktion? Wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich bin absolut nicht der Vergaser-Spezialist. Ich muss mir alles aus den Fingern saugen, muss es mir denken und hoffen, dass ich hier keinen Unsinn erzähle. Das heißt, wenn mich jemand korrigieren möchte, gerne, gerne, wirklich gerne. Also, wir haben ja gesehen, wenn wir in diese Kammer hier reinpusten, kommt Luft genau an diese Stelle. Also hier, also dieses Loch, was ihr hier gesehen habt, ist genau hier. Das endet also hier und bläst sozusagen unter den Kolben und hebt den Kolben hoch. So. So entsteht das Ganze. Wenn hier Luft reinströmt, wird der Kolben hochgehoben. Haben wir ja gesehen, ne? Klar. Habe ich hier reingepustet ganz zu Anfang. Und wenn jetzt der Schock gezogen ist, kann das nicht passieren, weil nämlich dieser Bypass hier offen ist. Wenn der Schock nicht gezogen ist, ist das zu, dieses Loch, und die Luft, die hier drin gefangen ist, kann nichts anderes tun letztendlich, als den über die Membran hier unten Überdruck zu erzeugen und den Kolben hochzuschieben, also diesen Schieber da hochzuschieben und an der Düsennadel zu ziehen. Aber wenn der Schock offen ist, dann ist dieses Loch hier frei. Und wenn dieses Loch hier frei ist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, wenn dieses Loch hier frei ist, passiert Folgendes, dass der Bypass in diese Richtung und in diese Richtung offen ist. Es kann kein Unterdruck hier mehr entstehen. So erkläre ich mir das. Die Membran bleibt unten und dieser schöne Durchfluss mit diesem Kolben, der bleibt einfach unten. Und das ist so ähnlich, wie wenn jetzt hier einer eine Klappe zumacht. Wir haben ja Vergaser gesehen, zum Beispiel bei der Honda CBX, bei der Sechszylinder, da waren hier einfach Klappen davor. Diese Klappen wurden so ähnlich wie die Drosselklappen auch. Gab es noch einen zweiten Klappensatz auf dieser Seite und man konnte das hier zumachen. So, und hier sorgt man einfach mit diesen Kolben dafür, dass das zu bleibt, dass also der Schieber hier nicht hochgezogen werden kann. Das heißt, der nicht mehr bewegbare Schieber macht genau das Gleiche, wie wenn man hier einen Klappensatz noch davor setzen würde. Damit wird die Luft abgeschnitten quasi. Damit kommt weniger Luft und damit ist das Gemisch angefettet. Und so funktioniert wahrscheinlich, so erkläre ich es mir für den Moment, der Schock bei diesen Vergasern. Und eine Drehzahlanhebung über dieses System, welches verbunden wäre mit dem Schock, gibt es nicht. Ist mir nicht aufgefallen, habe ich nicht gesehen. Gibt es bei diesem Motor nicht. Warum steigt die Drehzahl, wenn ich den Schock ziehe? Ja, keine Ahnung. Ein Erklärungsversuch mal wieder. Wir haben eine geschlossene Drosselklappe und lassen den Motor an. Wir haben den Schock gezogen. Was bedeutet? Die Luft zur Verbrennung kann von hier nach da und kann dann hier wieder raus. Das heißt, auch bei der geschlossenen Drosselklappe bekommt der Motor über
diesen Weg, den ich eben gezeigt habe, Luft. Das ist im Prinzip so, als würde ich ein bisschen Gas geben. Und dann wird er schneller. Ist das so? Normalerweise müsste das stimmen. Und deshalb erhöht es die Drehzahl dieses Motors in dem Moment. Ja. Hoffen wir das Beste. Und worüber wir auch noch nie gesprochen haben, ist die Vergaservorwärmung. Die Vergaservorwärmung steckt ja in diesem Loch hier einfach drin. Und wenn man in dieses Loch jetzt mal reinguckt, was ich jetzt mal mit euch zusammen tue, da sieht man eigentlich nichts, außer einem Loch mit einem Boden. Also eine Grube, in die man letztendlich hineinfallen könnte und dann geht es nicht weiter. Also da, es gibt da keine Verbindung zu irgendwas, ist auch nicht zu erwarten, weil man will ja nicht Wasser mit irgendwas oder Kühlmittel mit irgendwas mischen im Vergaser. Also das endet einfach hier an dieser Stelle. Und da steckt jetzt dieses Ding drin und da steckt ja relativ tief drin. Und wir sehen, das hat ein kleines Blättchen, das ist ein, meiner Meinung nach, also das ist alles wieder Vermutung, ich habe das ja nicht aufgemacht, das ist jetzt ein Trennblech. Dieses Trennblech trennt im Prinzip den Fluss des Kühlmittels. Das heißt, das Kühlmittel muss, wenn es hier reinkommt, oder vielleicht kommt es auch von hier, kann ich jetzt nicht beurteilen, ist auch unwichtig, es kommt von der einen Seite, strömt hier hinein, muss hier runter, weil es durch das Trennblech getrennt ist, der Fluss muss in dieses Loch da hinein, muss sich in dieses Loch hinein ergießen quasi und muss dann auf der anderen Seite des Trennbleches wieder hoch und steigt da wieder auf und geht weiter. Und das macht es halt in jedem Vergaser. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Das heißt, das hier ist eine Umleitung des Kühlmittels durch dieses Loch. Das heißt, das Kühlmittel wird dazu gezwungen, den Boden dieses Loches zu berühren, letztlich. Ist zwar nicht viel, aber es tut's. Der Boden dieses Lochs ist ungefähr, so kurz hinter der Drosselklappe da irgendwo. Also wenn man sich's überlegt, man kann sich ja ungefähr vorstellen, wo der Boden dieses Lochs ist. Also es wird hier ganz einfach das Material ein bisschen erwärmt. Darum geht es letztendlich. Ja, ob es viel hilft, ich habe einiges in diversen Foren gelesen, dass sich die Leute das auch ausbauen, weil es eh nichts nützt. Speziell die ein bisschen Gewicht sparen wollen, ein paar hundert Gramm vielleicht und sowieso nie im Winter fahren. Ja, keine Ahnung. Also wirklich kriegsentscheidend ist das wohl nicht. Jetzt gibt es bei so einem Vergaser noch jede Menge Passagen und Querbohrungen, die man mal durchleuchten kann, wenn man weiß, worum es geht. Das ist der Spritzufuhr. Kommt der von rechts oder links? Der kommt von hier. Genau. Also wenn ich hier reinleuchte, kann man das hier sehen, dass es da drin scheint. Naja, und lauter so ein Zeug halt. Wenn man weiß, von wo nach wo es geht, hier kommt die Gemischeinstellschraube, die piekt dann hier durch dieses Loch da oben. Ja, und lauter so ein Zeug, da kann man mal gucken, ob das alles frei ist, zumindest das, was man verstanden hat, was man sieht. Hier hinten ist übrigens das Schokloch, habe ich das gerade gezeigt, hier ist dieser Führungsstift. Dass es jetzt so eine kleine Verdrehsicherung hat, hat mit diesem Schok jetzt nichts zu tun, der ist ja total rund, der Schokholm. Das ist jetzt ein Zufall. Es mag auch andere Systeme geben, die ein bisschen anders arbeiten. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Ja, okay. Jetzt, wie geht's weiter? Jetzt tue ich das alles ins Ultraschall. Also verstopft scheint sonst nichts zu sein. Ich habe noch ein paar andere Passagen schon durchgeschaut. Hier sind diese ganzen Messing-Inlays, die könnte man... Also manchmal sind sie rausschraubbar. Ich habe zum Beispiel hier an diesen Stellen hier, wo ich euch gerade gezeigt habe, diese Messing-Inlays habe ich bei anderen Vergasern schon komplette Düsen gesehen, die also austauschbar waren. Die also rausschraubbar und austauschbar waren. Ich weiß gar nicht mal, welcher Vergaser das war. Könnte bei der Ducati gewesen sein. Aber es geht nochmal deutlich komplizierter, als es hier erscheint, kann ich euch versichern. Mit noch mehr Teilen. Aber hier ist alles im Prinzip fix. Das sind so Messingteile
reingepresst und die lässt man am besten da, wo sie sind. Das ist so meine Erfahrung. Ich würde zumindest jetzt nicht auf die Idee kommen, die jetzt noch rausklopfen zu wollen. Dass diese Spitzen von der Gemischregulierschraube nicht ganz spitz sind, sondern oben flach ist normal. Ich habe gerade mal in meine Schrottkiste geguckt, wo noch ziemlich viele von diesen Dingern drin liegen, die ich mir irgendwo ausgebaut habe, weil in den Reparatursets, die neuen drin waren, habe ich die alten behalten. Die sehen genauso aus, also das scheint normal zu sein. Das war bei Vergaser Nummer 4 so eine völlig zerrupfte Düsenstocknadel haben. Oder Düsennadel, Nadeldüse, Düsennadel. Ich versuche die jetzt mal zu messen. Und zwar versuche ich die mal so zu messen, dass ich sie genau so packe, wie ich das gerade mache, dass also die Spitze genau hier unten durchgeht. Wir haben hier 1,979. Ich nehme jetzt mal eine andere. Ich weiß nicht, von welchem Vergaser die jetzt ist, aber eine, die noch gut aussieht. 1,992. Ja, also es kann schon ein bisschen was ausmachen. 1,99 ist also 2 mm. Die sollte also, offensichtlich ist der Sollwert unten 2 mm. Und die hat das auch noch fast, aber die andere hat also ein paar Hundertstel weniger. Okay. Ob das jetzt kriegsentscheidend ist, mögen andere entscheiden. Ich weiß es nicht. Fällt mir nur auf, dass er halt ziemlich verschlissen aussieht. Die hier ist ganz gut eigentlich. Der Sinn mit dieser Nadel ist ja der, die sitzt ja hier so drin, so. Und wird von diesem Federhalter, das ist ja der Federhalter. Federhalter klingt so ein bisschen wie Schreibstift, aber deshalb braucht man dieses Plastikteil. Weil die Feder muss ich ja irgendwo abstützen können, damit die nicht da rumeiert. Deshalb hat die so eine relativ lange Plastikführung, sodass die Feder sich da schön quasi da so reinschaffen kann. Das ist der Sinn dieser Geschichte hier an dieser Stelle. Ja, das wollte ich nochmal gezeigt haben kurz. Dann wollte ich nochmal kurz die Schwimmer wiegen, um zu gucken, dass da kein Benzin reingelaufen ist, dass die alle dicht sind. 8,35, ja, nehmen wir mal 8,35, nehmen wir mal den nächsten. 8,35, wenn die alle gleich sind, ich weiß nicht, was sie wiegen müssen, aber wenn die alle gleich sind, bin ich zufrieden. 8,35 und 8,3, ja. Okay. Accepted. Wenn jetzt einer undicht wäre und da Benzin reingelaufen wäre, verdunstet das natürlich nicht in dieser Geschwindigkeit, sondern das bleibt ein paar Tage drin. Und dann würde der dann mehr wiegen, aber so kann man feststellen, wenn man einen Vergleich hat oder den Wert kennt, kann man feststellen, ob die Schwimmer dicht sind. Aber ist hier der Fall. Das ist übrigens meine Vergaser-Schrottkiste, wo ich mal reingreifen kann, wenn ich irgendwas dringend brauche. Jetzt könnte ich noch versuchen, die Hauptdüse aus dem Düsenstock zu nehmen, aber das bringt jetzt keinen weiteren Erkenntnisgewinn. Ich lasse die jetzt einfach drin. Ob das alles durchgängig ist, kann ich auch so prüfen. Das ist also kein Problem und das ist es in allen Fällen. Die Löcher müssen natürlich auch alle durchgängig sein, das ist klar, aber das ist eh kein Problem in diesem Fall. Jetzt nehme ich noch die restlichen Schokolben raus. Dabei erwarte ich jetzt eigentlich keine Überraschung. Das ist ja so einfach, was soll da kaputt gehen? Geht nur darum, dass es halt durchgewaschen werden kann. Ach, das ist alles so voll mit Fett. Okay, soweit. Ja, Freunde, das ist im Prinzip das Wahnsinns fette Beute. Es war einiges im Argen, es war einiges schlecht oder zumindest nicht mehr so gut. Ob das jetzt diese Fehler verursachen konnte, die der Stan gesehen hat, möglicherweise ist das der Fall. Ich weiß es nicht so genau. Ich bringe die jetzt ins Ultraschall, eine nach dem anderen. Oder ich kann wahrscheinlich zwei zusammen ins Ultraschall tun. Das wird ein paar Stunden dauern. Und inzwischen zeige ich euch jetzt dieses Video, dieses Zerlegungsvideo. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, wo man komplette Vergaser-Reparatursätze für dieses System bekommt. Und zwar auch mit den O-Ringen, die in diesen Verteilern, diesen T-Verteilern für Benzin und Luft drin sind, weil die sind steinhart. Und wenn ich die nochmal verwende, wird das wahrscheinlich irgendwo undicht sein. Also ich hätte gerne die kompletten Sätze mit auch den Düsennadeln und ja, die...
Die Einstellschraube ginge vielleicht noch, aber was ich auf jeden Fall brauche, sind die Ohrringe für die Einstellschraube und dieses kleine Scheibchen. Ein bisschen was würde ich vielleicht auch hier noch in der Bastelkiste finden, aber wenn es einen Satz gäbe für diese Vergaser, der komplett ist, dann hätte ich es natürlich am leichtesten, da müsste ich nicht alles zusammensuchen. Also ihr habt mir sehr gute Tipps gegeben mit den Shims, habe ich ja schon erzählt. Ich habe übrigens, was die Shims angeht, also die meisten Shims habe ich dadurch schon erschlagen können, quasi, indem ich die gegeneinander getauscht habe. Habe ich noch nicht gemacht, ich habe es erst auf der Excel-Tabelle gegeneinander getauscht. Also ich weiß jetzt, was ich wie tauschen muss. Es bleiben tatsächlich nur 2 Shims übrig, die ich hätte kaufen müssen. Aber ich habe mir trotzdem jetzt so einen kompletten Satz bestellt, weil ich es einfach haben muss. Manchmal ist man wie ein kleines Kind, manchmal will man einfach das Zeug da haben, dass wenn einer kommt, dass man helfen kann. Ja, so geht's mir halt. Aber dank eurer Spenden ist das jetzt möglich gewesen. Ja, Vergasersatz, vielleicht gebt ihr mir einen Tipp. Ansonsten, wo wir weitermachen, muss ich sehen. Entweder, ja, wahrscheinlich kommen wahrscheinlich kommen die Shims früher als die Ersatzteile für den Vergaser. Deshalb wird's dann mit dem Ventilspiel einstellen, wahrscheinlich weitergehen. Kontrolliert ist es ja, danach kommt das Einstellen. Und wer nicht das macht, werden wahrscheinlich die Vergaserersatzteile kommen und dann geht es mit den Vergasern erst danach weiter. Ja, das verkämmt sich jetzt alles so ein bisschen ineinander, aber so ist es halt. Man kann froh sein, dass man überhaupt noch Teile bekommt. Ich weiß, es ist momentan allgemein schwierig. Deshalb, let's hope the best. Bis demnächst bei Sam's Channel.